Hallöchen, meine lieben Freunde. Jo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine weitere Folge Minecraft. Ja, ich muss euch sagen, das kommt ja alles weg. Ist alles nicht unser. Weg, 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 weg. Aber noch irgendwas hier. Ja, ich weiß. Das kann man behalten hier. Keine Ahnung. Ich habe jetzt mal noch einen Mod reingetan, weil wir das ja hier mit dem Schnee haben. Hier soll auf jeden Fall der Schnee auch unter den Zäunen entstehen und auf den Zäunen drauf und auch auf Slabs. Da bin ich mal gespannt, ob das jetzt auch funktioniert. Wenn nicht, muss ich noch mal gucken. Hatte ich aber eine gute Idee, weil wir ja eh jetzt hier schon den Winter haben. Und der Schnee stapelt sich hier, glaube ich, auch. Müssen wir mal sehen, ob das gut funktioniert. Weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich jetzt mal auf gut Glück reingenommen. Dann habe ich die Zeit noch angehalten. Die kann ich ja jetzt wieder laufen lassen. Game Rule. Daylight. Cycle. So. Müssen wir mal gucken, ich weiß nicht, habe ich noch nicht ausprobiert, ob das jetzt funktioniert. Oh, aber auf die Beete ist schlecht natürlich, ne? Unsere armen Melonen, ey, die frieren. Was? Das Zeug hält. Oh, die Wege gehen auch kaputt, ne? Das ist natürlich auch. Oder war das vorher schon? Ich weiß nicht. Das war, glaube ich, vorher schon, ne? Das war die Stelle, die wir gefixt hatten. Oder fixen wollten. Ja, schön. Ich find's einfach cool. Uns fehlt jetzt nur noch ein Tannenbaum. Ich glaube, ich hatte sogar einen gesehen gehabt. Aber ich muss auch erstmal in die Game Mode 0 wieder zurück. Game Mode? Game Mode 0. So. Ah, schade, die Musik weg. Ja, Folgendes. Und zwar, die Tiere sterben doch hier auch. Ich glaube, wir sollten ihr den Tieren vielleicht so eine Unterdachung bauen, dass der Schnee auch hier, weil ich glaube, wenn die Schafe kein Gras mehr finden, dass sie dann vielleicht auch sterben. Deswegen wäre es eigentlich cool, wenn wir denen hier so eine Unterdachung bauen noch würden, dass sie nicht ganz so doll frieren müssen. Versuchen wir das mal einfach. Hier mache ich das mal damit und hiermit. Mache ich das erstmal ganz einfach. Würde ich sagen. Am besten könnte man das auch auf diesem Level hier machen. Okay. Sieht zwar dann erstmal ein bisschen komisch aus. Hier vorne zumindest, aber ja, wir wollen auf jeden Fall nicht, dass unsere Tiere frieren. Deswegen dachte ich, machen wir das vielleicht mal so. Ja, und sterben sollen die natürlich auch nicht, ne? Vorsicht! Ja, das haben wir auch schon. Keine Stufen mehr. Kriegen wir hier noch welche zusammen? Wenn nicht, müssen wir mal kurz Holz hacken gehen. Ach so, und dann wollte ich mal ein Kommando ausprobieren. Und zwar Title. Hallo, wie geht's? Mal gucken, wie das kommt. Hallo, konnte nicht gefunden werden. Achso, muss ich das an Anführungsstrichen schreiben? Wie konnte nicht gefunden werden? Muss ich einen Player mit annehmen, oder wie? Wie konnte nicht...
Da muss ich mich noch mal schlau machen, weil das will ich benutzen für diese Mutterspinne, die wir erstellt haben, dass da vielleicht, oh Mann, hier ist auch viel Schnee mittlerweile, dass wenn wir die Mutterspinne besiegt haben, dass dann so vielleicht auf dem Bildschirm steht, Mutterspinne besiegt oder irgendwie sowas. Nur so, boah, ganze Schnee kommt runter, ist auch cool. Ja, dass es so ein bisschen Endboss-mäßig da dann ist mit der Mutterspinne. Boah, den ganzen Schnee auf dem Kopf hier. Erstmal würde ich sagen, wir müssen eh hier noch mal gucken mit dem Haus und die Holzsorten. Ich habe auf jeden Fall, kann ich euch auch mal zeigen, hier offline ein bisschen den Gang schon gemacht. Der ist jetzt, sag ich mal, uninteressant, wenn ich den offline mache, habe ich gedacht. Deswegen, ich bin mir bloß noch nicht sicher. Hier ist es erstens übrigens noch eng. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, wie ich hier die Wände verkleide, sozusagen. Aber das mache ich weiter offline. Das ist jetzt hier, würde ich sagen, nicht so interessant, wenn ich das in der Folge mache. Deswegen werde ich das einfach hier offline weitermachen. Und dann kommen wir hier raus. Ne? Und dann brauchen wir auf jeden Fall nicht immer um den Berg zu laufen, sondern können dann hier weiterlaufen oder so. Auf jeden Fall cool. Ja, wollte ich euch nur zeigen, ne? Also offline werde ich hier den Gang auf jeden Fall noch Stück für Stück weitermachen. Einfach weil ich offline mehr Zeit habe als hier in den Folgen immer, ne? Wenn wir das jetzt hier in der Folge machen, da bräuchten wir bestimmt 3 Folgen für oder so. 3 komplette Folgen. Und hier kann ich mir dann in Ruhe noch Gedanken machen, wie ich die Wände verkleide. Und hier mache ich das vielleicht dann mit dem Netherportal irgendwie oder hierhin. Müssen wir mal sehen. Aber das zeige ich euch dann auch, wenn es soweit ist. Habe ich euch eben auch gezeigt jetzt. So, das war das. Dann werden wir uns ja erstmal noch hier Slabs machen. Für unsere werten Mitbewohner. So, ich denke mal, das reicht dann, oder? Ich hoffe, dass es dann nicht wieder zu dunkel ist, dass dann Monster spawnen oder so. Das wäre natürlich auch blöde. Was sucht die da drüben jetzt? Ist nicht gut. Ja, latsch mal schön über unser Beet hier. Ah, oh, verdammt. So, hier muss noch ein Slab ran. So, und dann mache ich das hier wieder rüber. Und im nächsten Sommer, also wenn hier wieder Sommer ist, dann müssen wir uns wirklich mal ein Gewächshaus bauen. Ja, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Müssen wir bloß gucken, wegen diesem türkisen Farbstoff, ne? Oh, verdammt, jetzt hat es immer noch nicht gereicht.
Soll das Wetter aber jetzt hoffentlich reichen. Zwar jetzt immer noch alles eine Farbe, aber das können wir ja auch mal ändern, dann wieder im Sommer oder so. Oder ausbessern. So, ne? Und jetzt werde ich einfach mal den Schnee einfach mal wegschaufeln. Und dann können die auf jeden Fall immer Gras fressen. Vielleicht sind die auch deswegen gestorben. Den Schüssel nehme ich mal auch mit, den brauchen wir auch gleich. Achso, und die eine blöde Kuh. Muss auch weg. Haben wir denn jetzt noch 2, 3 Kühe? Ja. Dann kann die auf jeden Fall hier weg. Tut mir leid, Kuh, aber ja, sie sind ausgebüxt und das geht mal gar nicht. Absolut nicht. Hat keiner gesehen? Sieht das manchmal auch mal freundlich? Ich dachte schon, die Wege, die verschwinden dann auch, aber ich glaube, das waren die Stellen, die auch so waren. So, den Schnee wegschaufeln. Wir wollen ja hier nicht, dass unsere Tiere frieren. Und auch nicht, dass die gefrorenes Gras hier fressen müssen. Einen Klaps auf den Po gegeben. So, ne? In der Hoffnung, dass es so bleibt. Nein. Frau Schaf, sie bleiben schön drin. Ich hoffe, es ist noch drin. Ja. So, den Schnee wollen wir nicht. Den schmeißen wir mal schnell in den Mülleimer. In unseren selbst konstruierten Mülleimer. Ja auch weg. So. Weg. 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 Und weg. Die bitte auch weg. So. Klappe zu, Affe tot. Dann gehen wir mal schlafen. Hier bei den Planken habe ich gedacht, machen wir das mal wieder weg hier, die dunklen Holzplanken. Effizienz und Haltbarkeit. Können wir eigentlich die nehmen, ne? Wenn wir schon mal so eine haben. Zu übertrieben. Der Unterschied ist einfach zu groß, finde ich. Oh, Freunde, ey, ich habe vorhin mir Essen bestellt. 2 Burger und 2 Pizzen. Ja, davon habe ich dann einen Burger und eine Pizza gegessen. Ey, boah, ich war kugelrund satt. War auf jeden Fall lecker. So. Bin ja eigentlich nicht so ein Burgeresser. Aber, ja, wollte ich mal einfach ausprobieren. Und eigentlich bestelle ich mir auch gar nicht so viel. Aber da war jetzt mit Mindestbestellwert. Hier können wir die Blöcke noch in den Schüssel machen und da haben wir ja auch noch ein paar Variationen, ne? Zum Beispiel könnten wir ja, ich weiß nicht genau, entweder nehmen wir das,
Smooth Blanket. Genau, das mal das oder das. Ich probiere das mal, wie das aussieht. Hier mitten im Winter das Haus umbauen. Ja, das sieht doch eigentlich auch ganz cool aus. Huch. Ich das oben auch nochmal mache, ich weiß nicht. Na, so als Unterschied ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hier die bauen wir mal ab. Und die würde ich nach hinten verlegen. Ja. Die würde ich hinter dem Haus hinstellen, weil die brauchen wir eigentlich sowieso nicht. Ich denke mal, die bauen wir sowieso dann ab, wenn wir mal dieses Haus hier verlassen sollten. Manchmal denke ich, ach, wieso auch verlassen? Wir können auch eigentlich hier bleiben. Mache ich das so, ne? Müssen wir mal gucken, wie es uns hier auf Dauer gefällt. Ob wir hier bleiben möchten oder nicht. Mal sehen. Das war am besten auch noch. Und an den Seiten habe ich überlegt, da können wir ja zum Beispiel die dunkle. Obwohl das vielleicht hier oben auch geil wäre. Oder hier auf dem. Oder wir machen das. Ich weiß nicht. Machen wir das überall? Aber wenn ich das wieder überall mache, dann ist es wieder zu übertrieben. Ein bisschen vielleicht. RIP. Na, ah, ich hoffe, euch geht's jetzt besser. Ich werde euch mal. Ach ne, habe ich gar nicht. Oh, Bella. Schnauscher. Irgendwo habe ich doch hier noch Fackeln. Oh, auf unserem Stroh. Ja, das Stroh müsste man eigentlich, habe ich auch vorhin so gedacht, müsste man eigentlich dann im Winter reinnehmen, ne? Oder? Aber gut, das ersparen wir uns jetzt hier. See ist auch total eingefroren. Der Fluss, das würde ich mich auch mal interessieren, wie es beim Fluss aussieht. Ne, die frieren nicht komplett ein, ne? Ist ja in Wirklichkeit auch so, von dem her finde ich das ganz cool. Cooles Detail, auf jeden Fall. Lassen wir hier so. Was würde ich machen? Achso, und in den Seiten habe ich gedacht, können wir wirklich vielleicht das Dunkle benutzen. Also da stört es mich jetzt nicht so in den Seiten. Bei den Seiten. Hier müssen wir das dann vielleicht auch so machen, wie hier vorne, so ein bisschen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, dass die Schafe hier so durchglitschen. Ja, dann das machen wir von der anderen Seite. Warum steht der denn hier jetzt? Ach Mensch. Ich hasse es einfach. Ja, ich finde bei den Seiten das ist ganz cool eigentlich.
Vielleicht können wir den Schafen auch später noch irgendwie so eine. Ich habe es immer so gemacht, ich habe so einen kleinen Graben gemacht mit Wasser, so dass sie auch was zu trinken hatten, sozusagen. Aber vielleicht finden wir ja auch noch was anderes. Hier haben sie auf jeden Fall schon mal Futter. Die Futterablage. Ja, und wie gesagt, einen Tannenbaum müssen wir uns auch mal craften, falls es einen gibt. Aber ich glaube, ich hatte einen gesehen gehabt. Beim Durchschauen. Sicher. Wir versuchen es einfach mal. Ich wollte eigentlich hier hellen nehmen, aber die dunklen sind vielleicht als Abwechslung dann auch nicht schlecht. Ja, so vielleicht. Lassen wir das erstmal so. Hier den Holzblock vielleicht noch ändern. Schüssel haben wir noch. Mach ich mal ein hier. Achso, ne, muss ich aber anders machen. So. Hier den einen. Das hatte ich genommen, hier das so. Was ich nicht verstehe mit diesem kalten Atem, das ist in Ordnung, ziemlich gut, aber warum habe ich den immer noch, wenn ich in unserem Haus bin, ne? Ist mir etwa kalt und ich merke es nicht, oder? Ah ja. Aha. Okay, also hier kann man auch Sachen drauflegen. Leider stehen die immer. Früher haben die gelegen, das fand ich irgendwie besser. Jetzt stehen die da irgendwie drauf auf dem Tisch. Das finde ich ein bisschen blöd. Egal. So, was wollten wir noch machen? Ich habe mir hier so einen kleinen Plan gemacht. Damit wir nicht immer so ein bisschen überlegen müssen, was wir dann... Achso, eine Waschmaschine, ne? Wollten wir uns auch mal craften. Ich google mal Waschmaschine. In der Hoffnung, dass ich fündig werde. Sonnenwendhelm. Wasserfilter. Wasserfalle. Sowas können wir uns auch mal bauen. Das ist bestimmt auch ganz cool. Eine Truhe. Holzangel. Machen wir später. Ne? Ich will jetzt die Waschmaschine haben. Aber Waschmaschine wird man nicht fündig, so wie es scheint. Ich weiß nicht, was heißt Waschmaschine auf Englisch. Cleaner vielleicht oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Gibt es wahrscheinlich auch 1000 Wörter für. Und keiner kennt sie. Ich gucke mal. Bin sowieso wieder blind und finde hier nichts. Was ist das für ein geiler Stein? Block auf Nickel. Nickelblock. Aha. Gibt es jetzt bei Minecraft auch Nickel? Nickel. Pickel am Nickel? Ne, Nickel am Pickel. was machst du denn? Was hier schön ist? Bittrank. Bittank. Okay. Bella, was machst du da auf den Tisch? Du sollst doch nicht auf den Tisch.
Hier, ne? Hier muss sie irgendwie dabei sein. Trampolin für die. Aber hier mit der Feuerstelle, warum ich die nicht kräften kann, das finde ich ein bisschen doof. Ist hier keine Waschmaschine? Ein Herd? Dunstabzugshaube, okay. Computer, Fernseher, Drucker, Elektrozaun, Deckenleuchte, Radio. Müssen wir auch mal gucken, vielleicht kann man das sogar benutzen auf irgendeine Art und Weise. Duschkopf. Hier gibt es ein Papierkorb. Stein, Wegeplatte. Okay, den könnten wir ja mit nach hinten stellen dann. Okay, also es gibt doch ein Papierkorb. Erstmal gut zu wissen. Aber ich will die Waschmaschine. Hier ist sie doch. Die Waschmaschine. Ein Ofen, Glas und Quarzblock. Ach du Scheiße. Quarzblock. Den haben wir wohl da jetzt auch noch nicht, ne? Oder? Ein bisschen Quarz. Weiße Wolle. Marble. Ne, Marble ist Marmor, ne? Ach, Quarz gibt's glaube ich nur in Meter, oder? Gut, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Huch. Ich will nur mal kurz was gucken. Ja, was mache ich denn hier? Schreibe ich hier Waschmaschine rein? Ach man, die Musik geht wieder weg. Ich will mal nur kurz, wir machen die ja auch gleich wieder weg. Ich will nur gucken, ob das, so hätte ich ja gar nicht machen wollen. Ach, ich bin so doof. Ich will nur schauen, ob das wie ist, wo man Kleidung reintun kann. Also AK, ob sich das auch lohnt, die Waschmaschine überhaupt zu kräften. Wenn ich sie jetzt so mal wiederfinde, Waschmaschine. Waschmaschine, wo bist du? Die würde ich dann auch hier hinter wieder stellen. Hier so irgendwie. Gut, jetzt haben wir den Fortschritt schon, aber ja, okay, alles klar. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die zu craften. Aber ihr habt gesehen, Quarzblock bedeutet Nether, ne, glaube ich. Gut, wissen wir Bescheid. Und was war das andere? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ich würde sagen, ich gehe erstmal nochmal pennen. Gut, naja, im Winter macht das ja nicht so Spaß, hier rumzulaufen, würde ich sagen. Ne? Im Winter verkneifen wir uns das ein bisschen so. Da bleiben wir eher hier zu Hause und machen hier zu Hause weiter, würde ich sagen. Ne? Hier sieht alles gut aus. Vielleicht muss man das auch hier noch weiter überdachen. Aber ich denke mal, also hier der Weizen geht ja nicht kaputt, ne? Von dem her, das stört mich dann nicht so. Wenn der einfach nur im Winter nicht wächst, das ist nicht so schlimm. Aber hier sind ja auch Tiere dann schon immer gestorben. Das war dann schon, ja, aber das kann auch sein, weil, also da war ich mir jetzt nicht sicher, ob es an dem Schnee lag oder weil die kein Gras mehr gefunden haben oder weil die sich verpackt haben im Zaun, kann ja auch sein, beim Spawnen sozusagen. Ja, das wusste ich jetzt nicht so genau.
Ich überlege gerade, mache ich den weg? Lasse ich den da? Wenn ich das so mache, sieht scheiße aus, oder? Und wieder die schöne Musik weg. Ja, hier weiß ich noch nicht. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Mir war das erstmal jetzt wichtig, dass wir die Tiere retten. Ein Herz für Tiere. Quatsch. Ich gehe immer an die falschen Truhen rein. Kann man den Strohballen eigentlich ausschütteln? Also, wollte ich jetzt nicht, aber hätte er sein können. Wollte man nur wissen. Achso, und zwei Pferde würde ich mir noch gerne holen. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Äpfel wir haben. Man kann hier auch Äpfelbäume züchten. Und zwar nimmt man hier zum Beispiel so einen Apfel. Und dann so ein Eichensetzling, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Und dann kann man das hier beides nebeneinander machen und dann hat man einen Apfelbaum. Das geht jetzt nicht mehr. Ich dachte, das ging mal. Zwiebelbaum. Vielleicht muss ich das auch drumherum machen, ich weiß nicht. Oder mit einem anderen Setzling. Ah, da war er. Hat er diese? Da, Apfelbaum. Apfelbaum, Setzling, wunderbar. Aber ich denke mal, das wird ja im Winter jetzt nicht so wahnsinnig funktionieren. Ach, schön. Aber alles so. Jetzt ist alles lokal hier. Ich hoffe, das wird wieder ordentlicher Sommer und so. So, machen wir das mal so. Und Knochenmehl. Haben wir noch ein bisschen Knochenmehl? Ja, haben wir ja alles letztes Mal aufgebraucht. Ich hoffe, das geht jetzt mit dem ein bisschen schneller. Zumindest, dass er erstmal groß ist. Ne, den kann man gar nicht düngen. Ne. Da steht aber nichts dran mit Jahreszeiten. Setzen wir ihn einfach hier hin, in der Hoffnung, dass er kommt. Ja, und da sind dann unten auch Äpfel dran und so, und dann kommen wir schneller zu Äpfel. Wie gesagt, ich hätte hier gerne noch zwei Pferde. Einmal hier und einmal hier. Zauntor will ich nicht, ich will... Die anderen beiden esse ich mal. Achso, Bella ist das nicht Not. Schnurrmausi. Ja, also hier im Sommer, im Winter so eine Welttour hier zu machen, ich weiß nicht, ob sich das so anbietet, ne? Ist vielleicht im, im Winter meine ich, ne? Bietet sich das nicht so an. Ist vielleicht eher dann doch was für den Sommer. Hier können wir mal den Weg ein bisschen weitermachen, ne? Ein
eigentlich müssen wir ja da drüber irgendwie zu dem Tunnel kommen. Aber hier geht's vielleicht dann auch irgendwann mal lang. Mal mal sehen. Weiß ich alles noch nicht so genau. Hier zum Tempel kommen wir hin. Ja, können wir hier vielleicht weitermachen. Für den Tunnel. Gut, Knochen hier funktioniert nicht. Das schmeißen wir hier wieder rein. Hier ist es nochmal. Zwiebel, Setzling. Setzling. Leder. Ja, ich habe schon gedacht, so im... Ja, das muss ich mal gucken wegen Weihnachtsbaum. Nee, sieht nicht so aus, ne? Doch, hier, Weihnachtsbaum, Haustier. Okay. Nudeln mit Schweinefleisch. Oh, lecker. Bitbeutel Weiß. Weihnachtsbaum. Eichenlaub und ein Blumentopf. Ach, das ist ja sehr preiswert eigentlich. Blumentopf können wir auch noch nicht machen. Wir haben keinen Ton. Haben wir letzten Sommer nicht gefunden. Ja, und jetzt im Winter ist es ein bisschen schwierig, weil wir kommen hier nicht ran. Also zumindest nicht wirklich. Ich habe auch keinen Bock, im eiskalten Wasser rumzuschwimmen. Von dem her müssen wir uns auch später drum kümmern, sage ich mal. Miau. Ja, miau. Ja, aber der ist ja relativ preiswert, der Weihnachtsbaum. Der ist ja jetzt nicht teuer. So, wieder ein Strohballen. Ja, mit dem Teite-Kommando muss ich mal schauen. Ich dachte, das kriege ich jetzt hier so mit euch hin, aber scheinbar beachte ich da irgendwas nicht. Ne? Ungültige JSON, Mailform mit JSON, Line One Command. Ja, irgendwas mache ich hier falsch mit dem Kommando. Wahrscheinlich muss man hier noch die Breite angeben und die Höhe oder irgendwie sowas, könnte ich mir vorstellen. Aber wie genau, da muss ich nochmal gucken. Ich dachte, das geht vielleicht auch ohne Angaben, dass man einfach nur den Text angibt, aber scheinbar geht das hier so nicht. Oder vielleicht, weil ich das in Anführungsstrichen jetzt geschrieben habe. Ne, so geht das nicht. So geht das nicht. So, und dann würde ich sagen, kräften wir uns auch gleich mal eine Leine. Damit können wir später die Pferde, die wir dann zähmen, dort anleihen, an diese Holzsäune, die ich da eben gemacht habe. Jetzt weiß ich nicht, die Leine wahrscheinlich, ne? Faden, 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 Schleimball, Faden. Zwei Leinen, okay. Faden, 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 Schleimball. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Sieht gut aus. Kann man das mit Bella auch machen? Weil was ich ein bisschen schade finde, dass ich sie halt, sie hat jetzt hier ihren Weg, ne? Aber ich kann, wenn ich jetzt umziehe, ich kann sie ja eigentlich theoretisch gar nicht mitnehmen, ne? Also wir werden Bella schon mitnehmen, ne? Aber habe ich euch ja auch gezeigt, wenn ich dann auf Verfolger stelle, kann ich ja gar nicht meinen Namen angeben. Was ich ein bisschen schade finde.
Da hätte man vielleicht noch dran denken müssen. Ja, aber was man, also wir werden die auf jeden Fall mitnehmen, ne? Wenn nicht, dann speichere ich die schnell ab, lösche die hier und dann erstellen wir uns die einfach neu in unserem Haus dann, ne? Also, aber ich dachte, dass es das vielleicht auch mit alleine geht. So, das war das. Haben wir schon mal die Leinen? Die können wir uns ja aufheben für später. Haben wir das auch schon mal gemacht und gesehen? Rohes Rindfleisch, Hammelfleisch. Das Fleisch soll hier eigentlich nicht mit rein. Der Fisch meinetwegen, aber das Fleisch nicht so unbedingt. Haben wir schon mal 9 mal Hammelfleisch. Das wird uns auf jeden Fall gut tun. Wird uns unser Leben retten. Achso, und hier die Treppen wollen wir auch noch machen. Ne? Hier auf der anderen Seite. Machen wir das auch noch schnell. Ja, wie gesagt, also ich verbrauche jetzt alles wahnsinnig viel Zeit. Mehr Zeit als ich gedacht habe. Also ich dachte, man kommt schon dann irgendwie einigermaßen voran. Wir kommen ja auch voran, ne? Aber es verbraucht auch eine Menge Zeit, finde ich irgendwie. Ich überlege gerade, wie ich mich hier. Ja, dann zerstöre ich ja wieder den Weg. Das ist ja auch blöd irgendwie. Hier mache ich das jetzt am dümmsten. Kababanga! So, okay, ab hier erst. Und hier kommt der dann hier wieder so. Ja, weil das zum Beispiel finde ich hier doof, ne? Dass das nur auf die normalen Blöcke gelandet ist, der Schnee. Deswegen habe ich diesen anderen Mod eben jetzt nochmal reingemacht. Da soll auch auf den Stufen Schnee entstehen und wie gesagt auch unter den Zäunen und auf den Zäunen. Und der Schnee soll sich auch stapeln dann. Müssen wir mal sehen. Bella scheint den Schnee gar nicht zu stören. Oder umgekehrt. Bella stört sich nicht an dem Schnee. Deutsch, schwierige Sprache. Ich nicht sprechen Deutsch. Ach. Na gut, das können wir auch von uns machen. Und dann machen wir die hier auch wieder doppelt. Ne? Das hatten wir bei dem anderen auch gemacht. Hoppala. Machen wir hier weg. Ja, und ich glaube, dass der Schnee fällt, ne? Das war jetzt eben auch schon von dem Mod irgendwie. So, ne, jetzt stimmt es.
Gut, dass wir das hier auch mal haben. Ordentlich. Ne? Schick, schick. Wieder ein bisschen was geschafft hier. Was ich jetzt noch machen wollte, ich wollte noch mal mit euch zum Spinnennest, zu den alten Ruinen, weil ich auch wieder was vergessen hatte dort. Ich überlege gerade bloß, ob ich das vielleicht für mich selber mache. Ich will jetzt nicht immer für jeden Schritt dorthin reisen, sozusagen. Eigentlich nur eine kleine Sache vergessen habe. Oder eben sogar noch mehr, ich weiß es halt jetzt dann auch nicht. Achso, genau, und die Sounds, die hatten wir auch beim letzten Mal falsch eingestellt, von dem her dann teleportiere ich mich mal da ganz frech hin. Ja, das war jetzt eine gute Idee, ne? Ha. Da kann man sich ja gar nicht so einfach hin teleportieren. Früher, als ich selbst für mich gespielt habe, hat das immer funktioniert. Ja, aber ich Game Mode 1 dann immer war, ne? Meistens. Also machen wir das jetzt nochmal. Ja, die Waschmaschine ist cool, ne? Aber wenn wir da erstmal Quarzblöcke brauchen, ne, die müssen wir ja uns auch erstmal besorgen. Ja. Ja, das ist nämlich falsch, was ich eingestellt habe. Ich habe die Step Sounds auf den Living Sounds gemacht. Und das ist natürlich total am Mucks. Von dem her, das würde ich nochmal ändern. Und bei den Sprüchen, bei den Interact Lines, gut, bei der großen habe ich es gemacht. Aber bei den kleinen habe ich es vergessen. Sounds. Hier, das ist nämlich falsch. Ja, den Living Sound auf den Step Sound. Den Step Sound auf den Living Sound. Das muss nämlich hier runter. Minecraft. Spider. Step. Ja. So passt es, glaube ich, besser. Und Living Sound lasse ich einfach frei. Und Angry Sound auch. Kindchen, wie läufst du nur wieder rum? Die Babyspinne, da habe ich das mit den Sprüchen. Ne, da will ich auch, dass man ihn halt nicht ansprechen kann. Irgendwie, ne? Das ist Quark. Hier mache ich das auch mit den Sprüchen richtig. Sounds. Hier die Step Sounds raus. Schade, dass man hier nicht so gut kopieren kann. Da bin ich mal eh gespannt, ob das nachher, wenn ich dann aus Wikipedia was rauskopiere, ob ich das hier überhaupt eingefügt bekomme dann. Step. Früher hat das auf jeden Fall immer geklappt. Also hoffe ich mal, dass es dann auch klar so, ja, und jetzt hört man auch nur die Geräusche, wenn die wirklich laufen, ne, und wenn die nicht, ne? Ist natürlich viel realistischer. Gut. Wieder zurück zu Bella. Und, ja. Würde ich sagen, das war's jetzt erstmal wieder für diese Folge. Mal wieder ein bisschen was geschafft. Ja, auf Höhlentour können wir vielleicht noch gehen, ne? Aber jetzt hier so im Winter die Landschaft zu durchstreifen, ich weiß nicht. Mir ist einfach nur arschkalt. Sogar in der Wohnung ist arschkalt. Das verstehe ich nicht, warum da jetzt immer noch der Atem ist, ne?
brauche ich vielleicht noch einen Ofen oder den vielleicht mal hier anschmeißen und mich dran wärmen oder. Ja. Aber ansonsten trotzdem schön mit den Jahreszeiten. Also, das hatte ich ja schon gesagt gehabt. Das gefällt mir auf jeden Fall und ja, gefällt mir immer noch. Und wenn hier der Schnee unter den Zäunen und auf den Zäunen noch liegen bleibt und auch auf den Slabs und so, dann finde ich das natürlich auch richtig cool dann, ne? Ihr habt ja eben gemerkt, der Schnee ist auch runtergekommen. Ich glaube, das war auch schon was von dem Motto. Oh, unsere Äpfel, Freunde. Mann, die wachsen aber schnell. Mann, wachsen die schnell. Und das noch im Winter. Wer weiß, wie gut die im Sommer wachsen. Er hat schon wieder 6 Äpfel dazu bekommen. Das ist auf jeden Fall cool. Nee. Ja. So. Okay, Freunde, was sagt die Zeit? Ja. Dann würde ich sagen, war es das jetzt für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es jetzt so ein bisschen so Liste abgearbeitet wurde. Das können wir übrigens auch mal machen, dieses Klemmbrett. Das ist eigentlich auch total geil. Feder, Tintenbeutel und Papier. Okay, das haben wir alles. So Tintenbeutel haben wir noch nicht. Ach, und was man auch noch machen kann, habe ich gesehen, zumindest gelesen. Ja, nee, hier ist es nicht bei, ne? Man kann sich von diesem Jahreszeitenmod auch einen Kalender craften. Aber scheinbar ist er nicht mit dabei, ne? Schade. Da hätte man sich noch mal so ein bisschen Übersicht verschaffen können, in welcher Jahreszeit man sich gerade befindet. Geht hier aber jetzt nicht. Okay. Na dann nicht. Ne? Wir wissen ja auf jeden Fall, wenn wir uns einen Schnupfen holen, ist Winter, ne? Und wenn uns unsere Haut abhält, dann ist Sommer. Ne? Okay, Freunde. Dann, wie gesagt, mal hier erstmal wieder ein Cut, ne? Und dann wollen wir mal hoffen, dass hier irgendwann wieder Frühjahr wird und endlich mal wieder ein bisschen warm wird, wa? Also, alles Gute für euch, ne? Erkältet euch nicht und bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut, Freunde, bis dahin, tschüss.